So, hallo, ich bin der Thilo Schmidt-Arras von der Firma Bergans und möchte jetzt heute den Bergans Büdor Silent Rucksack vorstellen. Ein Jagdrucksack, der bei uns sehr stark an die Outdoor-Kollektion auch angelehnt ist. Das werde ich jetzt gleich auf ein paar Details zurückkommen. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Der Büdor Silent Rucksack ist mit einem stark wasserabweisenden Material ausgestattet. Geräuscharm, hervorragend natürlich für die Jagd. Dann seitliche Taschen, wo ich meine Flaschen aufbewahren kann. Dann im Rückenbereich mit einem voll verstellbaren Rückensystem, was ich sehr gut ja auch aus dem Outdoor-Bereich hier kenne. Gut gepolsterte Beckengurte, dass ich auch mal mit 10, 12 Kilo sehr gut unterwegs sein kann. Oben eine Waffenhalterung im Rucksack, die unten ausklappbar ist. Und zwar wichtig, dass ich natürlich den Schaft unten aufbewahre. Schaft ist das Schwere an der Waffe, wie wir alle wissen, und ist das, was auch am meisten Geld kostet. Deswegen Schaft geschützt, unten eben in einem gepolsterten Fach mit Wasserablauflöchern allerdings, falls von oben was reinkommt, wenn es mal stark regnet. Dann, wie man hier sieht, die Waffe sehr nah am Rücken einfach, dass ich ihn möglichst angenehm tragen kann. Die Befestigung im oberen Bereich wird mit zwei Schaumstoffpolstern vorgenommen. Und um dann bei längeren Wanderungen oder aber auch wenn ich mal kleinere Klettereinheiten habe bei der Hochgebirgsjagd, nochmal zusätzlich wird der Lauf mit einem Riemen gesichert hier. Dann, das Problem bei den bekannten Rucksäcken ist ja so, wenn ich die Waffe drin habe, kann ich den Rucksack nicht abstellen. Deswegen und dadurch eben halt auch nicht an die Ware im Rucksack rankommen, meine Sachen. Deswegen haben wir vorne einen Frontalreißverschluss dazu gebaut, wo ich innen in den Rucksack reinkomme, ohne dass sich irgendwie oben was zum Deckel rausfällt. Und zusätzlich auch das Deckelfach mit einem seitlichen Reißverschluss ausgestattet, dass hier ich hier auch eben an meine Kleinigkeiten oben rankomme, ohne dass ich den Rucksack irgendwie abstellen muss, sondern ich kann ihn seitlich hinlegen einfach. Ja, selber der Rucksack wurde bereits von mir auf der Elchjagd in Nordschweden ausprobiert, mit 10 bis 11 Stunden Laufen am Tag durch Flüsse. Ich war am Abend zwar körperlich fertig, sag ich mal, vom Laufen her, aber vom Rückenbereich her, vom Tragen her überhaupt gar kein Problem. Es war im Gegenteil, es war sogar eine sehr angenehme Wanderung.